Hallo, ich bin Guybrush Threepwood und ich glaube, ihr seid gerade am Schmelzen. Oh ja, es ist ganz schön heiß gewesen, nicht wahr? Oh ja, und wenn da dann mal eine Kaltfront drauf trifft, oh, das wird heftig. Ja, ja, wie gerade jetzt draußen. Ah, ja, ja, aber ich denke mal, es geht auch wieder vorbei, nicht wahr? Okay, gut, wir haben Typ 5 Kanonen und haben, ja, schon wie in dem, wann war das, vorletzten oder eigentlich schon an der ersten Folge mit diesen ganzen, Schiffskampfgeschichte. Hier haben wir ja schon eigentlich alle Beleidigungen gesammelt bei einem Piraten da. Das war ein Vorteil. Ja, das spart Zeit. Obwohl, fehlt dir nicht auch, dass dieses ganze Minispiel hier jetzt schon ein bisschen zu lang geht? Ja, ich meine, ja gut, man könnte natürlich jetzt das einfach alles überspringen und direkt zum Bosskampf gehen sozusagen. Aber, ja, das ist so eine Sache. Soll man alles zeigen in der Let's Play oder soll man sagen, so, oh, komm, für den Zuschauer, ich überspringe mal das und gehe gleich direkt zum wichtigen Punkt. Ne? Hier, kein Grinding und so weiter. Aber, ach komm, in dem Fall können wir auch mal drauf gehen. Und, ja, wir könnten natürlich auch McButton fragen und sagen, hier, hilf uns beim Kampf, damit das schneller geht. Aber, nee. So, wir haben, glaube ich, kein Geld mehr, oder? Leer. Ja, genau. Ach, leer, genau. Es hat wieder geknallt draußen. Aber das ist authentisch. Ja, gut, Kanone Typ 5. Ja, wie heißt das Sprichwort nochmal? Besser eine Kanone auf dem Deck als ein Loch im Bug. Oder so ähnlich. Oh ja, gut, dann machen wir jetzt mal weiter. So, welche hatten wir noch nicht? Feuchterige Piraten. Glück geht auch, einfacher Doppelklick. Überspringt man zwischen ein paar Sekunden. Und ja, ich finde, man hätte das hier besser machen können, indem man hier noch so einen Kompass einbaut. Man weiß, da sind jetzt gerade die Gegner. Volle Breitseite, das war schlecht. Naja, nicht ganz. So, schön nachladen, das dauert immer so eine Zeit. Und ja, komm. Ach komm, wenn ihr eine Breitseite gebt, gebe ich euch eine Breitseite. Sozusagen. Ja, ja. Wie bei, oh, das hat gedonnert. Oh. Ja, das ist authentisch. Ja, wie bei Fluchter Karibik, nicht wahr? Obwohl, erinnert euch doch an diesen Einflug Karibik-Teil mit diesem Ersatz, Will Turner und, Elizabeth Sworn. Ihr wisst schon, diesen Priester und dieser Wehrjungfrau. Wie hießen sie nochmal? Ach, keine Ahnung. Wobei, der letzte Flugtaggrebi, der ging ja, glaube ich, wieder in die richtige Richtung, wenn ich mich nicht irre. Der war, glaube ich, wieder besser. Ah, die eine Kanone ist daneben gegangen. Ja, ist ein bisschen merkwürdig hier mit den Nachladezeiten. So, und... ja, voll rein. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Oh, wie sieht der denn aus? Oh, voll böse Schweinsäuglein. Na ja, gut, es wird draußen schon wieder heller, also... Ja, es geht zumindest schnell vorbei. So, Geld oder Leben? Dein Schatz oder dein Leben? Oder Schatz? Nein, ich nehme deine Beute. Ja, wieder ein Ohrkratzen, naja, komischerweise. Ja, ja. Ach ja, übrigens, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass Day of the Tentacle eine Fortsetzung, ja, dieses Fan-Adventure, schon seit ewig und drei Tagen in Entwicklung ist, hier, Return of the Tentacle, rausgekommen ist und runtergeladen habe. Das war leider nicht ganz richtig, weil ich habe nachgeguckt. Es ist gar nicht das richtige Spiel, es ist leider nur ein Prolog. Also der Anfang, wo hier, ich bin Charakter so und so und ich will, meine Motivation ist dies und das und das ist die Ausgangslage. Ja, habe ich mich wohl geirrt oder war wohl ein bisschen zu euphorisch und habe einfach, ja, runterladen, 1 Gigabyte, ach, 1,4 oder 1 Gigabyte und 4 Megabyte, ach, ist keine große Sache. Das ist aber allerdings die Sache, wenn das, wenn der Prolog, also der Anfang schon 1 Gigabyte groß ist, wie groß muss dann jetzt das Hauptspiel sein? Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun. Hättest du nur ein Atemspray? Genau, darauf haben wir deine Antwort. Was sagt er jetzt? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Missbilligung? Reflektiert? Reinigung? Wäre dann eine legale Reinigung? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Nee, hat sich doch nicht gereimt. Scheiße. Natürlich kann er sich mitnehmen. Wie ein Affe im Negligé. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Okay, das war richtig. Gut. Ein schönes Hin und Her. Ja gut, wollen wir jetzt mit den Fragen... lieber das an, wo wir noch nicht die Antwort haben, oder? Respektiert, artparalysiert, du bist hässlich. Naja gut, ja gut, ja gut, dass das so groß ist, ist jetzt eigentlich groß kein Wunder, weil ihr hört euch noch an die Fortsetzung von Zack McQuacken, auch so ein Fan-Adventure hier, Between Time and Space, was in 3D war, das war ja auch irgendwie, was war es, 17 Gigabyte oder so. Damals war das schon ganz schön viel. Okay, weil man jetzt so von richtigen großen Spielen denkt, wie zum Beispiel, was ich letztens gespielt habe, hier Modern Warfare 2, die nur die Singleplayer-Kampagne, ja, auch 11 GB, aber naja,
Ich glaube, diese Spiele sind, diese Fan-Adventure sind irgendwie nicht so richtig optimiert, nicht wahr? Fühl ich den Stahl in der Hand. Deswegen sind die etwas groß. Ich bin Gummi. Du bist Stahl. Na, da verliert jetzt? Nee, doch nicht. Gut, bist du mutiert? Hat sich reflektiert? Filet? Einbalsamiert? Kapituliert? Paralysiert? Kein Plädoyer. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ach ja? Ach ja? Ja, gewonnen. Pling. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Ach, nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Ja, so kann es auch sehen. Beute gemacht. Yeah. Okay, gut. Wir könnten jetzt natürlich theoretisch jetzt gegen den nächsten Piraten angehen und die riskieren, den Schatz wieder zu verlieren und dann wieder null und dann wieder den nächsten und wieder den nächsten und so weiter. Aber, nee, ich glaube, wir sollten mal versuchen, jetzt Typ 6 Kanonen zu besorgen, ne? Vielleicht reicht es ja. Vielleicht will der alte Kenny Folzern, Cartman-Verschnitt, vielleicht doch nur, ja, Captain Richelieu, ganz feuchte Ringe und die roten. Ja, die hatten, glaube ich, alle schon. Ja, geht ihr dieses Jahr zur Gamescom? Ich weiß ja nicht, Gamescom, könnte ein bisschen knapp werden, weil viel Geld ausgeben für diesen neuen PC hier. Und übernachten ist ja auch so eine Sache, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie nur bei Düsseldorf oder nicht gerade in der Innenstadt und so. Und dann, Wetter, wo es könnte natürlich jetzt wieder kälter werden danach. Und ja, Preise und ein Tag lohnt sich nicht, weil einen Tag kann man eigentlich nur machen zum Umschauen. Wenn man weiß, hier ist das und das und da ist der Stand und hier ist wieder Call of Duty 1 bis 18. Call of Duty 18 und da ist Battlefield 9 und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. So, okay. Hier ist die Schlange, da ist das Umsonstzeug, hier ist der Wasserbrunnen, ganz wichtig, Gratisbrunnen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Schon wieder da, Mister? Naja, zumindest wird sich von der, wie heißt das, von der Aufbau der Hallen wird sich aber auch nichts ändern. Die werden wahrscheinlich wieder nur Halle 1 bis 10 haben und die, was weiß ich, 5 oder, nee, was war das noch, 11 und 12? Die werden wahrscheinlich eh wieder frei sein. Weil die sind eh ein bisschen weiter weg und so weiter und so fort. Also ich glaube, von Aufbau her wird die Gamescom wahrscheinlich immer dieselbe sein. Ja, ja. Außer, dass es natürlich wieder ganz viele Stellen geben wird, wo die Leute nicht durchkommen können, weil zu viele Leute und ist doch Wochenende, oh, kann man mal hingehen einmal ein Jahr. Ach ja, kennt man ja. Dann können wir sagen, oh, wieder 300.000 Besucher, wieder ein Rekord. Ja, sonst wurde keiner übertrampelt oder die Treppe ist runtergesegelt. Super. Was hast du heute im Angebot? Kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs, Blamagen, Bomben, Kanonen, GBA und Co. Ja, genau. Mr. Master. Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Was? Noch zwei Kanonen? Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Jetzt bin ich aber platt. Ich dachte, wir werden noch zwei Kanonen vor uns. Okay, gut, dann besorgen wir uns einfach die Mr. Massacre, die vorletzte. Okay. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Eine Mr. Massacre? Kommt sofort. Eine Mr. Massacre. Ja, genau. Mama, komm, heb die Kanone aufs Deck. Aber Sohn, ich bin über 80. Na, mach das jetzt. Ja, genau. Gott, meine Stimme. Ja, ja. Übrigens, das Mirko hat letztens mal wieder gestreamt auf Twitch. War ganz nett. War aber nur ein Teststream. Aber na gut, das muss man ja mal ausprobieren, nicht wahr? Wenn man mal VDSL-Leitung hat, da kann man dann in HD Dark Souls remastered. Jeder macht. Das ist irgendwie immer so, ne? Wenn jetzt gerade Poopok in ist, jeder spielt Poopok. Als Fortnite in ist, jeder spielt Fortnite. Jetzt wo Dark Souls Remastered rausgekommen ist, von der Remaster von ersten Dark Souls, später spielt Darkmaster. Ja, oh cool, neue Idee. Obwohl, nee, das war ein Anime, glaube ich, ne? Genau, 90er, so ein 60-Minuten-Ding. Jeder spielt Dark Souls Remastered. Man kann sowas irgendwie immer im Voraus sehen, ne? Immer, oh, warte mal, Kanone mal anschauen. Die Mr. Massaker-Kanone. Ja, okay, sagt sie nicht weiter. Was haben wir denn da? Was haben wir denn jetzt? Okay, wir haben so Gasverstärker, so ein Zielding ins Kirchen, extra verstärkte, anscheinend hier, wie heißt das? Dingenskirchen, Räder, genau, Scharniere und nochmal, ist das ein Joystick? Ja, ein Joystick, geil. Ja, ja, dieser Bruch mit der Realität in Monkey Island, aber das kennt man ja schon, das kennt man ja wohl auch schon aus anderen. Wir könnten theoretisch ja gegen Richelieu kämpfen, wie schon gesagt, ne? Da muss man natürlich nochmal nur schön ausweichen und so weiter. Ganz schön feuchter die Piraten. Ängstliche Touristen, na gut, Touristen, die bringen ja gar nichts, da kann man einfach nur drauf Ziel üben. Willst du was Bestimmtes? Kein Schatz, weißt du? Nee, dich hatten wir schon. Jo. Jo. Okay. Okay. Warte mal, sollen wir es machen oder sollen wir es lassen? Komm. Ich mach's wie ein Profi-Player. Und dir werde ich den Kopf abschlagen. Nein, werden wir natürlich nicht.
sind hier schließlich ja nicht bei... Was war ich das brutalste LucasArts Adventure-Spiel? Ich glaube, Full Throttle, oder? Nee, Klee. Oder war es der Dick? Also mit D. D-I-G. Nicht der Dick. Wo der Typ da, wo ich einen Arm verliert oder so. Von mir hier steckt in der Felsspalte oder so fest, da müssen sie ihn abschneiden. Ja, wie in diesem Film. Dings. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Titel vergessen. Der See. Ich bin Gummi. Du bist Stahl. Ja, der hat keine Antworten mehr. Kein Geld, keine Antworten. Ja. 27 Stunden hieß der, glaube ich, ne? Mit James Franco. Genau, wo er diesen Typ da gespielt hat, der auch in der echt diese Felsspalte gefallen ist und dann irgendwie so mit einem Videorekorder, ne, Quatsch-Recorder. Ja, genau, der hat seinen Videorekorder mitgeschleppt. Ja, ja, ich will mal ein paar VHS gucken. Ja, ein paar Aufnahmen von RTL. Nein, ich werde Quatsch. Dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Okay, warte mal, hatten wir die Antwort schon? Ich glaube nicht, oder? Hangard, Touché. Oh, welch ein Klischee. Wo ist es denn? Genau. Ja. Varieté, nein. So. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Von wegen hier Piratenklischee, ne? Was sind eigentlich gute, das sind eigentlich gute Piratenfilme? Ich meine, außer hier der gute, die zwei guten Flutter-Karibik-Spiele, Filme. Hm. Wo ich glaube, vorher gab es ja auch ein Spiel, nicht wahr? Aber ich glaube, das war jetzt nicht so geil, ne? Es war ja so ein, hier auf Rennen von A nach B in gebremsten Schlauch und dann gibt es ein paar Fechtkämpfe und so weiter, ne? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere. Ich zittere. Okay, und geschafft. Pling. Du hast gewonnen. Du bist gut genug, Captain Röchelieu zu schlagen. Gib mir deinen Schatz. Du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Du kleines, ungewaschenes Ding. Ich schlag dich. Ja gut, wir haben ja auch schon die besten Kanonen. Und ja, sollte ich eigentlich einen... Ja, Full Throttle oder Vollgas, weil ja auch der frühe Master gibt. Das war ja, glaube ich, auch relativ brutal. Also, vor allem, weißt du, was gut aussieht in deinem Gesicht? Bumm, die Bar. Na? Oh, es war schon ein bisschen härter. Jetzt nicht super brutal, aber schon in die richtige Richtung. Juhu, genau. Hm. Soll ich eigentlich ein Let's Play von hier Return of the Tentacle machen? Auch wenn es jetzt nur der Prolog ist? Oder wollen wir warten, bis, bis es komplett rausgekommen ist und dann wahrscheinlich so 17 GB groß wird. Hm. Obwohl, ist ja keine große Sache. Ich meine, wir leben ja nicht mehr in ISDN-Zeiten, ne? Oder wie hier ist es bei den alten Aufnahmen von... wen hatten wir ja noch nicht? Von... Wie kennt die... Wie heißt die Serie, die GameStar war früher gemacht hat, aus Spaß? Nee, Quatsch, das war gar nicht. Das war gar nicht GameStar. Oder war es schon GameStar? Oder war hieß es dann noch PC Player? Und dann GameStar rübergegangen. Ja, die hatten wir jetzt, glaube ich, alle schon hier, ne? Genau. Genau. Multimedia-Leserbriefe. Und dann hieß es. Dann hieß es erst. Raumschiff GameStar und dann die Redaktion. Richtig, ne? Wenn ich die höre. Genau. Und da hatten sie ja doch mal eine Folge hier mit ISDN, so verarsche Werbung so mäßig, weil sie mal hier, genau. Wir hatten das, genau, mal verarscht haben. Und da hieß es dann ISDN. Ich spiele doch nicht selbst. Oder hier. Wenn gerade die ISDN-Werbung reingekommen ist, so eine Hütte schwebt von außen und dann BUM! Und dann Kreuzgold. ISDN. So, wen hatten wir noch nicht? Ja, ja, das waren damals noch die Zeiten, als man Internet noch pro Minute bezahlt hat. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Wenn du eine nee, den hatten wir doch schon. Bist du hier genau richtig? Ah, das ist der übliche... Ach, ja, 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 bla, bla, bla. Das ist wieder die übliche Let's Player-Krankheit, ne? Jo! Okay. Wenn man aufnimmt, dann labert man, aber das Gehirn läuft irgendwie auf 50%. Ja, genau. So, okay. Gut, dann, ja gut, den hatten wir schon. Wem hatten wir noch nicht? Wirklich furchterregende Piraten? Nee, ich glaube, die hatten wir am Anfang, oder? Ja, gut, wie gesagt. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Nochmal üben? Nope. Okay. Nee, den hatten wir doch schon. Ach Mann, ey, Ditscha, was machst du denn hier? Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. So, okay. Ah, komm, jetzt reicht's mir aber. So. Wirklich furchterregende Piraten? Nein. Captain Richieu? Nein. Furchterregende Piraten hatten wir schon. Das ist der Blonde mit der mit den Schweißaugen und dem vorstehenden Kinn. Nee. Nee. Du bist also ein Pirat, sagst du? Ja, der hatten wir doch als letztes, oder? Sage ich. Ach, stimmt ja. Der hat uns ja besiegt, wenn ich mich hier, oder? Okay, dann Revanche. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ich zittere. Genau, wie man so schön sagt. So, okay, haben wir denn gleich die Beste hier am Kopf?
Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun. Hättest du einen Atemspray. Okay, da, okay. Vielleicht kann man ja die Fans besser machen. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ist ja nicht schwer, dein Atem hat sie paralysiert. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Nee, scheiße, verdammt. Dazu ist keiner uns nicht mehr klauen. Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Reinigung? Nein. Warte mal. Missbilligung? 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 Was heißt denn auf Missbilligung? Das ist noch nie eine nette Verabredung. Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Missbilligung? 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 Was heißt denn auf Missbilligung? 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 Reinigung? Missbilligung? Missbilligung? Von meinem Spiel schon Kapitel Missbilligung. Egal. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Shit. Okay. Ach, egal. Nochmal von vorn. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Nope. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Na, wenn wir schon keinen Schatz haben, dann können wir zumindest nichts verlieren, nicht wahr? So. Wie kannst du es wagen, mein mich noch alles anzugreifen, weil ich dich mich mag. So, komm, nein, mal noch. Schatz oder dein Leben? Nein. Doch. Ich nehme deine Beute. Naja, sehen wir mal positiv. Zumindest nimmt er uns nicht die Kanonen weg. Das wäre ja zu heftig. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ach ja? Yeah, Volltreffer. Komm schon, Geilwasch. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl mein Spiegelbild, ja genau. In meinem Säbel reflektiert. Es ist ein schönes Hin und Her, hin und her. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ach weh denn, du und welche Armee? Yep. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Genau, ich hab's voll drauf. Reflektiert, Metier. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ja. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Eine legale Reinigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Nee, scheiße, verdammt. Das reimt sich auch nicht. Ah! Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ja, dann Punkt. Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Okay, gut, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Wir besiegen diesen einen Kerl, besorgen uns dann die Superkanone. Eigentlich schade. Ich hätte ja theoretisch ja auch mal meinen Skill beweisen können und versuchen, mit der nicht so ganz so guten Kanone hier Richelieu zu bekämpfen, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich ewig dauern. In dem Fall, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Das können wir ja vielleicht bei einem Replay machen, wenn wir dann auf Oberaffig das hier nochmal spielen irgendwann mal, ne? Um zu zeigen, wie sich die Rätsel unterscheiden. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Curse of Monkey Island und ich gehe erstmal weg. Oder beziehungsweise besorgt mir erstmal hier, machen wir Fenster auf, genau, mal ein bisschen Luft reinlassen. Also Leute, bis dann. Obwohl, seid vorsichtig in dem Fall, ne? Wenn es zu warm ist, dann kann die Luft reinkommen und dann ist es wieder noch wärmer. Und das ist natürlich schlecht. Also Leute, bis dann. Ciao. Ach ja, wo bist du? Wo bist du? Na komm, du willst es doch, oder? Nee? Kein Huhuhu? Ach, na gut. Okay Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ha, da ist er. Ich wusste es. Also bis dann.